Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Bauen, Fliegen, Landen. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin hier, um euch eine kleine Geschichte zu erzählen, von was hätte sein können, aber nie gewesen ist. So in etwa, mehr oder weniger. Nämlich, das hier ist die Atlantis B-Reihe. Und die hat nie existiert. Ja, also ich habe sie nie genutzt, nie in der Kolonieserie in irgendeiner Weise erwähnt oder so. Ursprünglich hatte ich vor, letztes Jahr dazu Tutorials zu machen, nämlich Bauen, Fliegen, Landen Tutorials. Allerdings kam die 1.53 raus und all diese Raketen wurden einfach zerstört. Das heißt quasi, wäre die 1.53 nicht passiert, hätten wir jetzt diese Raketen hier, anstatt der Avalon und Avalon B-Reihe. Und ja, was recht schade ist, ich fand das Konzept eigentlich dieser Raketen ganz, ganz interessant. Und zwar schauen wir uns einfach mal an, wie die funktioniert haben. Grundlegend basieren alle auf der Atlantis 1, also hier diesen einen großen 120 Tonnen Treibstofftank, drei Frontier-Triebwerke. Und dann konnte man einiges an Nutzlast in den Orbit bringen. Und zwar haben wir einfach ein paar Booster dran geklatscht, links und rechts, jeweils mit Fallschirmen, strukturellen Teilen und oben einer Sonde drin. Und im Grunde war das dann so, wir sind abgehoben, wir haben gewartet, bis der Treibstoff in den Treibstofftanks leer wird, haben die abgekoppelt, dann sind wir in Orbit geflogen, dann haben wir die Booster mithilfe der Fallschirme gelandet. Und so haben die im Grunde funktioniert, beziehungsweise hätten sie funktioniert, wenn ich es euch jemals zeigen konnte. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann relativ wenig letztes Jahr aufgenommen habe und relativ wenig euch zeigen konnte. Deshalb, ja, ist halt ein bisschen schwer gewesen zu dem Zeitpunkt. Jetzt kann ich quasi ein Video dazu machen über die Legende der Atlantis B-Reihe. Und zwar haben wir hier alle 5 Raketen einfach mal aufgelistet. Und ich denke mal, wir gehen einfach der Reihe durch und ich erkläre dann so ein bisschen was dazu. Und zwar haben wir hier, wie schon angesprochen, im Grunde die Atlantis 1 mit 2 Boostern an der rechten und linken Seite. Und dementsprechend heißt diese Rakete die Atlantis 1. B1, okay? Also im Grunde, die Atlantis 1 ist ja in der Mitte, logisch, und B steht dann eben für die zweite Version, beziehungsweise auch für Booster, und 1 deshalb, weil das quasi die kleinste Größe an Booster-Segmenten ist. Theoretisch, ich hätte sie noch kürzer machen können, aber dann hätten wir eine so große Verteilung von Schub zu Gewicht, dass wir quasi wortwörtlich wie so eine Feuerwerksrakete einfach abzischen. Also das wäre überhaupt nicht nützlich gewesen. In dieser Konfiguration hat es 90 Tonnen an Nutzlast in den Orbit bringen können. Und natürlich alle Sachen wurden gelandet, bis auf natürlich die Nutzlastverkleidung. Und damit hätte es 4,5 mal so viel Nutzlastkapazität wie die Atlantis 1 ohne Booster. Und in dem Fall fügen die beiden Booster sehr viel Delta-V der Rakete hinzu. Im Grunde geht es dann so weiter. Wir haben hier dann die Atlantis 2B1. Ihr seht, die Boostergröße ist genau gleich geblieben. Aber die zentrale Stufe ist so um einen halben Tank, also so einen 60-Tonnen-Tank, größer geworden. Und damit haben wir dann insgesamt 115 Tonnen Nutzlast. Also das ist mehr als unsere momentane Avalon 3B und hat zusätzlich weniger Masse. Ja, das liegt vor allem daran, dass wir die Booster eben absprengen, das heißt so ein ganzer Haufen Leergewicht, diese leeren Tanks und Triebwerke, schmeißen wir einfach weg und dann haben wir eben noch die effizienteren Triebwerke, die ganze Zeit laufen, heißt der Treibstoff, der verbrannt wird, wird durchschnittlich effizienter verbrannt, wir erhalten mehr Schub pro Masse an Treibstoff quasi. Und das geht im Grunde so weiter, jeweils abwechselnd. Einmal wird die Zentralstufe erhöht, dann die Booster erhöht und so weiter und so fort. Also hier haben wir dann die
Atlantis 2, B2. Ihr seht, die Booster-Segmente wurden um 30 Tonnen Treibstoff erhöht, aber die Zentralstufe ist gleich geblieben. Die hatte dann eine Nutzlast von 135 Tonnen und ähnlich wie davor haben wir dann eben auch die Booster abgesprengt und gelandet. Und die 135 Tonnen, das ist jetzt etwa zwischen der Avalon 3B und der Avalon 4B, wäre also auch ein recht gutes Mittelding gewesen, könnte man sagen. Allgemein die Abstände zwischen den Raketen von der Nutzlast waren, ich glaube, 25 Tonnen, 20 Tonnen, irgendwie sowas. Jedenfalls konnte man dann relativ gute Abstände machen, nicht wie jetzt, wo man quasi für jede Nutzlastbereiche irgendwie eine eigene Rakete entwickeln muss. Da war es relativ einfach, die Booster einfach ein bisschen länger zu machen, dann die Zentralstufe, dann wieder die Booster und so weiter und so fort. Und das klappte eben für 5 Raketen. Hier haben wir dann eben die vierte Rakete, nämlich die Atlantis 3B2. Wieder das zentrale Segment erhöht, Booster gleich geblieben, für eine maximale Nutzlastkapazität von 155 Tonnen zum Erdorbit. Und das ist knapp mehr als unsere momentane Avalon 4B. Genau, dann haben wir zu guter Letzt noch die Atlantis 3B3 und die ist dann wirklich massiv mit 180 Tonnen Nutzlast zum Erdorbit. Und man kann das quasi vergleichen mit einer Avalon 4B, die dann irgendwie noch zweimal eine Avalon 1B drangeklatscht hat. So viel Nutzlast kann dieses Biest hier in den Orbit bringen. Und an sich, wie gesagt, fand ich das Konzept dieser Raketen ganz interessant, dass man die einfach die Treibstofftanks um ein Segment erhöht und dann eben eine ganz große Reichweite eigentlich von Nutzlastkapazitäten zum Orbit bringen kann. Die sind natürlich dann eher für den quasi größeren Bedarf benötigt. Für die kleineren Sachen hätte ich dann eben weiterhin die normale Atlantis-Reihe genutzt. Beispielsweise Atlantis 6 für 40, 50 Tonnen, die Atlantis 1 und 2 für 20, 30 Tonnen und so weiter und so fort. Und ja, das hätte dann quasi auch zum größten Teil die Atlantis-Reihe ersetzt, bis auf eben die kleineren, leichteren Raketen. Und ja, es hätte auch dafür gesorgt, dass die Avalon und Avalon B-Reihe nie existiert hätte. Aber so bleibt es halt quasi eine Legende. Ich werde die Raketen nie fliegen, nie irgendwie sinnvoll nutzen können in der Kolonie-Serie. Ich kann auch keine Avalon-Version quasi davon bauen, denn die Booster würden einfach in der Atmosphäre verglühen. Daher relativ schade. Relativ schönes Konzept, wie ich eigentlich finde. Aber so wird es halt langsam, aber sicher in Vergessenheit geraten. Ja, das war es dann eigentlich. Das war es eigentlich mit dieser kleinen Geschichtenerzählung hier vom theoretischen Paralleluniversum, wo wir einfach die Raketen nutzen und sowas wie Avalon B einfach nicht bekannt ist. Genau, das war es dann im Grunde mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.